Hallo, Renato. Hoi, Philipp. Hey, du hast aber ein recht cooles T-Shirt an. Von wo hast du denn das? Das sage ich noch nicht, aber ich finde dies also auch nicht schlecht. Ja, danke. Ja. Sage ich aber auch noch nicht, wo du das bekommst. Sehr gut. Aber es kommt gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fotodialog. Das Thema, das wir heute haben, ist... Man sieht es auf dem Tisch, sind Objektive. Genau. Was gibt es dazu, Philipp? Ich glaube, ich frage dich zuerst mal, was ist dein Lieblingsobjektiv? Oder das Objektiv, das du am meisten brauchst? Also, da ich ja eher zu den bequemen Sorten gehöre, habe ich am liebsten mein 24-70 2,8. Ein Zoom, das sehr lichtstark ist und mit dem kann ich eigentlich alles machen. Und wenn ich zu faul bin, um irgendetwas rumzuschleppen, dann nehme ich das 24-70 2,8 mit. Okay, was hast du sonst noch gern für Objektive im Einsatz? Ich bin ein totaler Weitwinkel-Fan. Das heisst, ich habe auch ein 14 bis 24. Okay. Vor allem Landschaftsaufnahmen, Architektur finde ich halt Weitwinkel. Das sind meine bevorzugten Objektive. Ich habe aber auch noch ein 70-200 2,8. Das habe ich auch noch, wenn ich mal etwas näher muss anholen oder unscharfe Hintergründe will. Und ich habe noch ein 105 mm Makroobjektiv. Ah, ich habe noch vergessen, das 85er 1.4 habe ich auch noch. Das brauche ich auch für Porträtaufnahmen, wenn ich unscharfe Hintergründe machen will. Das ist auch eines meiner Lieblingsobjektive. Okay. Also du bist eher so ein im Zoom-Bereich daheim, in dem Fall, wie mit Festbrennweiten. Ja, weil ich bin einfach bequem. Ich will einfach nicht so viel rumschleppen und immer wechseln und so. Und darum habe ich gerne Zoom-Objektiv, aber lichtstarke. Also all die, die ich kann, 14 bis 24 2,8, 24 70 2,8, 70 bis 200 2,8, sind eigentlich relativ lichtstarke Objektive. Und warum nimmst du eher lichtstarke Objektive? Damit ich natürlich auch den Nachteil von einem normalen, sagen wir, Zoom ist ja immer, dass einfach lichtschwach sind, oder? Mhm, genau. 3,5 bis 5,6 und so weiter. Und das heisst, das raubt mir die Möglichkeit, mit Unschärfen zu arbeiten. Okay. Eindeutig. Ja. Und darum habe ich schon gern, wenn ich ein lichtscharfes Objektiv habe. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, wenn ich Blende mehr aufmachen kann, ist auch das Suchenbild viel heller. Ich sehe es einfach besser, wenn okay. Ich die Schärfe auch von Hand einstelle oder was auch immer. Oder so, oder? Ja. Du bist mehr der Festbrennweiten-Typ und so, oder? Genau. Ich habe also vor allem bei der grossen Kamera, die ich ja unterdessen habe, bei der GFX, dort habe ich nur Festbrennweiten. Es gibt dort dann auch Zooms. Aber für mich ist das noch ein recht kreativer Prozess, auch wenn ich mit Festbrennweiten unterwegs bin. Ich muss mir zum Teil auch mehr Gedanken machen, welches Objektiv setze ich jetzt überhaupt ein oder welches Objektiv nehme ich mit. Mhm. Unterdessen sind es doch meistens halt alle. Es sind unterdessen 1, 2, 3, 4, 5, eins fehlt jetzt da drauf. Und klar, es ist Gewicht, dass man mitschlägt. Ich bin aber zwischendurch auch häufig einfach gerne nur mit dem 63er unterwegs. Das ist auf Vollformat das 50 mm. Eigentlich die Festbrennweite, die ich am meisten brauche. Oder am meisten brauche in den letzten zwei Jahren. Was ich auch sehr viel brauche, ist dann auf der kleinen Kamera. Das ist das 35er, das ist auch ein 50 mm. Und da ist es super, das ist ein sehr lichtstarkes Objektiv mit 1,4 und einfach extrem leicht. Also, das ist, Und wieso 50 mm? Was findest du so faszinierend an der Brennweite 50 mm? Jetzt ist so im Grunde genommen unser bewusstes Sichtfeld, das wir haben, in etwa. Schlussendlich haben wir ja ein viel grösseres Sichtfeld. Und ich habe mich irgendwann einfach gefunden, ich will das Objektiv einfach noch viel, viel besser kennenlernen. Und darum habe ich gefunden, ich setze mich mit dieser Brennweite auseinander. Es ist lustig, dass du das sagst. Ich bin jetzt nämlich gerade auf Ricardo an einem 50 1.4 für meine Kamera.
am Verstehen, weil ich finde auch, dass 50 mm, das sehe ich auch beim Zoom, wenn ich 50 einstelle, das ist einfach eine gute Brennweite. Es ist einfach das, was wir mehr oder weniger so ein bisschen sehen. Also muss ich nicht umdenken, ah, das ist jetzt anders, wenn ich ein Weitwinkel nehme, sondern es ist so, wie ich es mit den Augen sehe. Genau. Und das hat schon einen riesen Vorteil. Und ich will wieder, auch wieder, wie du sagst, mit den Festbrennweiten. Ich habe ja auch noch eine Leica Q-Kamera. Ja. Und dort ist auch ein 28er Fix drauf. Das ist super. Und das ist einfach... Es ist wirklich so, dass... Viel wichtiger, habe ich letztens irgendwann mal gelesen, wichtiger als die Ausrüstung sind gute Schuhe. Und das drückt es eigentlich auch aus mit einem 50 mm. Das Umlaufen, den Ausschnitt suchen, ist natürlich mit einer Festbrennweite eindeutig ganz anders, als wenn ich einfach stehen bleibe und einfach ein bisschen zoome. Und meine, ich hätte dann den gleichen Effekt, wie wenn ich umeinander laufe. Ja, es ist ein anderer Prozess, um im Grunde sein Motiv zu finden. Man muss sich viel mehr Gedanken machen. Ist es jetzt wirklich die Perspektive, ist die gut, oder muss ich einen halben Meter weiter rüber? Genau. Oder muss ich sogar näher ran oder ein weiter weg? Ja. Das ist richtig. Man braucht im Grunde noch gute Schuhe, wenn man mit der Festbrennweite unterwegs ist. Das ist richtig. Und man muss auch sagen, heute leben wir ja in einer sogenannten Multi-Optionsgesellschaft. Und je mehr Optionen das man hat, ich kann zoomen, ich kann mich bewegen, ich kann Blende noch verstellen, je mehr dass man so Möglichkeiten hat, desto mehr meint man, man sagt dann kreativ. Aber es ist nämlich ganz das Gegenteil der Fall. Das ist richtig, genau. Ja. Also, ich merke das auch. Ich habe früher noch viel auch mit Zoom gearbeitet. Ich habe nach wie vor natürlich noch Zoom. Vor allem, wenn ich auch auf Reisen gehe, dann nehme ich die Kleinkamera mit und habe ein 1835 Zoom. Dann ist das auch durchaus mal das Objektiv, das ich mitnehme. Dass ich einfach mehr Möglichkeiten habe, um eben auch mal etwas näher heranzuholen. Aber ich merke für mich, ich komme immer mehr weg von diesen Zoom-Objektiven. Ich tue mich eigentlich ein bisschen eingrenzen natürlich, ja, mit der Festbrennweite. Ich kann gewisse Sachen nicht machen. Wenn ich dann etwas sehe, was ich nicht machen kann, dann schaue ich es einfach an und geniesse. Das ist dann im Grunde noch der andere Aspekt. Also, ja. Man nimmt wieder andere Sachen bewusst wahr. Und bei gewissen Fällen, wenn ich weiss, okay, jetzt habe ich das Objektiv nicht dabei und ich weiss, ich kann noch mal dort hin, dann nehme ich auch das entsprechende Objektiv mit. Richtig, ja. Das Motiv noch mal zu fotografieren, ja, wo ich eigentlich auch anwählen fotografieren. Es ist auch so, dass je eingeschränkter das man ist, sagen wir jetzt mal bezogen auf das Objektiv, auf die Brennweite, desto grösser wird die Kreativität. Mhm. Also das ist eindeutig so. Es ist nicht, je mehr Objektiv das er hat, desto kreativer sind er, sondern je eingeschränkter das er sind, desto mehr müssen die Kreativität spielen lassen. Also das ist ganz ein wichtiger Faktor, finde ich, beim Fotografieren. Es sind keine Einschränkungen. Es sind eigentlich man wird befreit von vielen Sachen, die einfach einen auch behindern in der Kreativität. Oder? Ja, es ist einfach, wenn man mehrere Objektive hat, dann sind auf einmal die Möglichkeiten wieder unheimlich groß. Ganz genau. Und das ist das, was ich habe wirklich fast 2 Jahre lang nur mit dem 50 mm fotografiert. Klar, ich bin an Situationen angekommen, wo ich gerne einen Weitwinkel hatte, zum Beispiel 23 mm. Aber ich habe dann für mich gemerkt, nein, das 50 mm ist gut. Ich muss mich im Grunde noch wirklich mit meinem Motiv richtig gut auseinandersetzen. Mhm, richtig. Damit ich nachher auch wirklich eine gute Aufnahme habe, wo ich kann sagen, hey, das ist super und ich brauche nicht noch irgendwie ein anderes Objektiv dazu. Ja, das ist richtig. Weil schlussendlich kann man fast alle Motive, klar, wenn man in der Tierfotografie ist, zum Beispiel, dort ist es wieder etwas anderes. Aber ich sage mal, in der Landschaft und in der Architektur kann man auch mit dem 50 mm sehr schöne Sachen machen. Oder in der People-Fotografie. Ja. Dann hat man einfach nur diese Möglichkeit. Und dann muss man wirklich sich überlegen, wie mache ich was? Wie tue ich mein Bild komponieren? Und wo ist meine Kreativität? Ja. Also ich muss wirklich anfangen zu überlegen. Ja, das ist richtig. Und verschiedene Perspektiven einnehmen. Das finde ich ein sehr spannender Prozess. Also mir hat es unheimlich viel geholfen, glaube ich auch. In meiner eigenen Bildsprache, zum Weiterkommen. Ja, finde ich sehr gut. Ich habe da auch noch ein Geschichtchen dazu, das passt genau. Als ich auf einer Fotoreise war in der Bretagne, habe ich auch wieder mein 24 bis 70 2,8 dabei gehabt. Nur das. Die anderen haben jene Objektive dabei gehabt.
Und dann haben sie mich gefragt, was hast du denn dabei? Ja, 24 bis 70. Ja. Dann ist die Frage aufgetaucht, was ist, wenn ein Schiff auf dem Meer vorbeifährt? Dann habe ich mir gesagt, dann nehme ich es einfach nicht auf, weil es einfach zu weit weg ist. Und dann ist es aber nicht, oh nein, ich kann es nicht aufnehmen, sondern ich habe mein Objektiv und ich weiß genau, was ich damit aufnehmen kann. Das ist also keine Einschränkung, ich kann einfach nicht alles machen, weil wenn wir dann auf so einer Reise sind und eine schöne Blume sieht und ihr habt das Makroobjektiv nicht dabei, ja. Wenn ihr alles machen wollt, dann müsst ihr auch alles dabei haben. Das ist einfach so. Das ist richtig. Und ich finde auch, man muss ja auch nicht, wie mit dem Schiff, man muss es ja nicht fotografieren. Ja, man kann richtig. Ja einfach auch dem Schiff zuschauen, wie es am Horizont im Grunde noch von A nach B fährt. Und ich finde das auch, mit dem 50 mm, ich kann nie alles fotografieren oder ich kann nicht alles fotografieren. Und das spielt für mich wirklich ja. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, das weiss ich noch, als ich noch im Laden geschafft habe oder auch verkauft habe, objektiv, da ist ja immer die erste Frage, wenn irgendjemand kommt und eine Kamera kaufen will, was soll ich für ein Objektiv kaufen? Mhm. Vor allem, wenn einer anfängt, dann sage ich immer, kauft euch eine Kamera, wo das Objektiv schon dabei ist, so ein Set, so ein einfaches Objektiv. Dann zuerst einmal fotografieren. Und erst, wenn man fotografiert, und seine Fotos genau anschaut, dann merkt man, ah, das interessiert mich. Und dann kann man zum Beispiel Festbrennweiten kaufen oder lichtstarke Objektive, weil genau. Dann weiss man, was man will. Am Anfang weiss man das noch nicht. Also ist es gescheiter, man kauft lieber ein günstiges Objektiv, das kann man auch wieder entsorgen oder verkaufen, wie auch immer. Und dann kann man die entsprechenden Objektive kaufen. Am Anfang ist noch nicht ganz klar, was man will. Weil die meisten wollen immer ein Objektiv und mit dem will ich alles machen. Das gibt es einfach Renat, und wie kannst du, weißt, wie man dann herausfinden kann, welche Festbrennweite du kaufen sollst, wenn du jetzt so einen Zoom hast? Erzähl, ja. Da könnt ihr, zum Beispiel, wenn ihr mit Lightroom arbeitet, könnt ihr gut filtern, könnt ihr euer Objektiv anwählen. Ja. Und dann habt ihr oben bei den Filtern noch die Möglichkeit, zum Brennweiten anzuschauen. Und dann könnt ihr schauen, mit welcher Brennweite dass ihr am meisten fotografiert habt. Und so könnt ihr im Grunde noch sagen, hey, das ist das Festbrenn, also die Festbrennweite, die brauche ich. Habe ich nicht gewusst, das ist eine ganz gute Idee. Das ist also eine ganz gute Idee. Das ist wirklich, das ist richtig cool. Wir haben jetzt gerade wieder, ich habe gerade gestern Kurs gehabt, dort haben wir das auch angeschaut. Und da konnte ich zeigen, schaut, mit dieser Festbrennweite, also mit dieser Brennweite ist am meisten fotografiert worden. Also würde es heissen, er hat zum Beispiel bei 200 und 300 mm hat er relativ viel fotografiert. Ja. Also wäre es dann nachher ein 200 oder ein 300 mm Festbrennweite, zum im Grunde können weiterkommen oder eben ein lichtstärkeres Objektiv rüberzukommen. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Auch, also ein Thema ist ja auch noch, wenn man dann so etwas weiss, oh, ich brauche immer ein bisschen die Brennweite, dann ist es wirklich, finde ich, sinnvoll, dass man lichtstarke Objektive kauft. Und die Frage ist dann immer, ja, aber die sind viel teurer, sind viel grösser, was bringen die überhaupt? Ich kann ja mit dem anderen genauso fotografieren. Also es ist ganz klar, was ein lichtstarkes Objektiv für Vorteile hat. Erstens kann ich mit weniger Schärfentiefe arbeiten. Ich kann also viel mit Unschärfen arbeiten. Zweitens ist das Sucherbild viel heller, wenn man durchschaut. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und drittens, das ist auch noch ein relevanter Faktor, ich kann bei viel weniger Licht fotografieren. Ich kann also die Blende aufmachen und bei wenig Licht fotografieren, ohne dass ich einen Blitz brauche oder sonst irgendetwas. Oder? Also das sind enorm viele Vorteile, wenn man sich auf, zum Beispiel auf Festbrennweiten fixieren, die aber dann lichtstark sind. Also lieber ein bisschen warten, wenn das Geld noch nicht haben, ein bisschen sparen, aber dann wirklich ein gutes Objektiv kaufen, das auch lichtstark ist. Also, oder? Ja, genau. Also das ist meine Meinung. Ja, ich bin absolut bei dir und vor allem ein Objektiv, das haben wir viel länger als eure Kamera. Die Kamera wird vorher mal austauscht, weil es einfach eine neue gibt oder es hat neue Funktionen in einer neuen Kamera. Die Objektive, die bleiben im Grunde noch und die hat man. Und dann lohnt es sich, wenn man dort wirklich drauf spart und sagt, hey, man kauft wirklich ein gutes, lichtstarkes Objektiv. Ja, finde ich auch. Was hast du sonst noch zu sagen? Vielleicht ein Thema noch, das immer wieder ein bisschen auftaucht, das höre ich auch immer so an den Kurs. Braucht es die Sonnenblende da oder braucht es die Sonnenblende nicht? Das ist eine super Sache.
wenn man, vor allem wenn wir einen Weitwinkel haben, dann sind die Sonnenblender meistens so klein, dass trotzdem noch Seitenlicht kann aufs Objektiv scheinen kann. Also braucht es das wirklich, jetzt so eine Sonnenblende? So wie da. Ja, genau. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Seht ihr, so viel Sonnenblende haben wir jetzt hier auch nicht. Also braucht es das wirklich? Also wenn sie schon nichts nützt, sagen wir jetzt wegen dem Lichteinfall, wie man so Gegenlichtsituationen hat, ist es einfach ein optimaler Schutz für das Objektiv, wenn er einmal das Objektiv anschlägt. Dann ist es nämlich nicht gerade auf der Frontlinse, sondern es wird gedämpft mit dieser Sonnenblende. Das heisst, wenn ich eine Sonnenblende habe zu einem Objektiv, habe ich die auch immer dran. Also, finde ich jetzt, oder? Ja, ich habe sie nicht immer dran, und zwar aus dem einen Grund, vor allem, wenn ich in der Landschaftsfotografie fotografieren tue. Wegen dem Filter und so. Wegen dem Filter. Ja, klar. Und Filter brauche ich, dann tue ich sie eigentlich schon gar nicht drauf, die Sonnenblende. Aber wenn ich irgendwo unterwegs bin und People-Sachen mache, dann habe ich grundsätzlich auch eine Sonnenblende drauf. Und zwar wirklich einfach auch, wie du sagst, aus dem Grund, dass wenn man die Kamera mal wieder runterfallen, so, ja, dann geht es erstmal die Sonnenblende kaputt, ja, und man hat die Chance, dass das Objektiv noch ganz ist. Ja. Aber wenn es so runterfällt, dann ist es einfach definitiv, ja, finde ich auch. Also das so ist... Also man sagt ja eigentlich Sonnenblende im umgangssprachlichen Gebrauch, aber es ist ja eigentlich grundsätzlich eine Streulichtblende. Ganz genau. Aber für mich ist es eben auch noch eine Art Airbag, ein Stück weit, damit einfach das Objektiv geschützt ist und vor allem die Linsen auch vorne dran. Ich habe jetzt da gerade etwas gesehen, wo auch noch immer ein bisschen eine Frage ist. Soll ich vorne drauf einen Schutzfilter dran machen oder nicht? Ich glaube, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ja. Ich habe nie einen Schutzfilter drauf. Und zwar auch wieder aus dem Grund, weil ich relativ viel mit Filtern arbeite. Mit Graufilter und Verlaufsfilter. Und dann wäre das nur hinderlich, weil dann müsste ich jetzt mal wieder den Schutzfilter wegnehmen, wieder drauf tun. Ja. Und darum habe ich keinen Schutzfilter, keinen Schutzfilter drauf. Und das andere für mich ist auch, es wäre nochmal ein zusätzliches Glas, wo halt zum Teil einfach nochmal eine Qualitätsminderung kann sein, muss nicht, kommt immer auf den Filter drauf an. Und ich sage mir halt einfach, okay, es ist mein Beruf zu fotografieren, wenn ich die Linse verkratzen würde, dann müsste ich sie einfach ersetzen, weil es ist einfach mein Arbeitsgerät. Das ist ein gutes Argument. Es gibt natürlich auch andere Argumente, wo man kann sagen, also ein Argument, das ich sehr wichtig finde, ist immer der, es hat Dreck auf der Linse. Man ist unterwegs in der Ferien und dann weiss ich doch immer, wie es läuft, oder? Oh, das Putztüchli habe ich nicht mitgenommen, wegen dem Gewicht oder was auch immer. Und was nimmt man? Das, was man gerade hat. Und das heisst, die schönen Sandkörner, die man vorne auf der Linse hat, die tut man dann noch, wenn sie irgendwie, im besten Fall, tut man die noch reindrücken ins Glas rein und tut das Glas einfach kratzen. Das heisst also, wenn ich so einen Filter habe, dann tue ich im dümmsten Fall, wenn ich das immer so mache, kann ich den Filter einfach ersetzen. Was natürlich wichtig ist bei so einem Filter, das hat der Philipp schon angetönt, es muss einfach ein guter sein. Es gibt billige Filter, die sind auch billig und die haben wirklich eine Qualitätseinbuße. Wie wenn man einen guten Schutzfilter kauft, dann kostet die auch um die 100 Stutz, 120 Franken. Ganz schnell, das ist so. Dann denkt man, oh, 120 Franken, ja, aber das ist dann auch einfach von der Qualität her ganz etwas anderes, als wenn man irgendwie so einen Billigfilter dort kaufen. Ich bin jetzt ein bisschen zwiespältig, ich habe immer so Filter gehabt, genau aus dem Grund. Beim letzten Objektiv habe ich jetzt auch keinen Filter mehr angetan, weil ich habe immer das Tüchli dabei. Also ich tue auch nicht immer gerade, was viele machen, immer das Tüchli nehmen und putzen, sondern ich nehme zuerst den Blasbalg und blase alles weg und dann das Tüchli nehmen und putzen. Da hast du ein gutes Stichwort gebracht, Blasbalg. Man sollte ja immer wieder seine Objektive auch putzen und reinigen. Und vor allem wegen dem Sensor, dass man keinen Staub auf dem Sensor hat. Ja. Und da ist es ganz wichtig, also nicht nur immer da hinten ausblasen, sondern ganz wichtig ist auch immer die hinteren Objektivdeckel ausblasen. Weil wenn die einfach in der Kameratasche drin liegen, dann ist es gut möglich, dass da mal ein Staub drin ist. Man tut den Deckel aufs Objektiv und schon haben das Stäubchen auf der Linse hinten dran. Mhm. Und dann kann es durchaus drauf, auf den Sensor fallen und dann haben wir natürlich einen Sensorfleck, der unschön ist. Was aber wichtig ist zum Putzen übrigens, wenn ihr
den Sonnenstern oder die Strassenlampe im Moment fotografieren, ist es ganz wichtig, dass die Vorderlinse wirklich sauber ist. Mhm. Weil sonst haben wir ganz viele verschiedene Pünktchen, die dann nicht Blendenflecken sind, sondern es sind dann Staubflecken, die das Licht entsprechend brechen. Sonst ist, wenn mal vorne irgendwie auch ein Fingerabdruck drauf ist, ist nicht ganz so schlimm, weil alles, was vor der Blende ist, das sieht man nicht so extrem, aber alles, was hinter der Blende ist, das sieht man relativ schnell auch als Fleck oder als störendes Element auf dem Bild. Also darum ist es schon auch wichtig, dass ihr schaut, dass eure Objektive super sind. Und ich tue es eigentlich, wenn ich ein Objektiv wechsle, in der Regel schnell ausblasen. Mhm. Und dann weiss ich, dann ist es auch wieder relativ super und ist gut. Also die wichtigste Erkenntnis heute, auch für mich, ist wirklich das, was der Philipp gesagt hat, im Lightroom schauen, mit welchen Brennweiten dass man am meisten schafft. Weil das musst du unbedingt mal machen, das ist super wirklich spannend. Interessant, weil man kann ja dann im Lightroom schauen, wenn man in die Metadaten geht, Metadaten Objektiv auswählt, dann sieht man, bei welcher Brennweite, und nebenan hat es eine Zahl, das ist, wie viele Aufnahmen dass ihr mit dieser Brennweite gemacht habt. Und dann kann man relativ schnell feststellen, was einem die bevorzugte Brennweite ist. Und falls man dann ein Objektiv kaufen will, ein besseres, ein lichtstärkeres, dann hat man dort ganz einen guten Anhaltspunkt. Also das finde ich jetzt... Das also, bin immer wieder überrascht, was der Philipp da an Erkenntnis da vorbringt. Er hat noch nie von dem geredet. Jetzt kommt er hinführen mit dem. Und ich will das jetzt bei mir also auch beobachten gehen, was für Brennweite dass ich da am meisten bin drücke. Gespannt, was du erzählst, welche Brennweite, vor allem von deinem 24-70, am meisten fotografiert hast. Das ist 24, interessant. 24, 50 oder 70 oder auch 35 ist ja so eine beliebte Brennweite. 35 finde ich auch sehr schön. Wo man nutzen tut und vielleicht hören wir das ja dann auch in einem nächsten Video. Das ist okay, ja, das ist gut. Genau. Ja, ich würde sagen, fürs Erste lange das einmal. Wir hoffen, wir hätten euch wieder ein paar Inputs geben können, dass ihr zuhause auch mal ein bisschen schauen könnt und auch über eure Objektive ein bisschen nachdenken könnt. Wie einsetzen, was für eine Brennweite oder soll ich doch nicht einmal eine Festbrennweite nehmen. Übrigens, wenn ihr Spiegelreflexkameras habt, wo den APS-C-Sensor habt und ihr ein 50mm kauft, dann ist natürlich das meistens mal 1,5. Das heisst, ein 50mm wäre dann ein 75mm. 75mm. Und nur zum Sagen, wenn ihr gerne Porträt macht und ihr ein 50mm 1,8 oder 1,4 kauft, dann habt ihr ein 75mm 1,4 oder 1,8, wo dann ein super Porträtobjektiv ist. Also passt auf. Weil wenn ihr ein 50mm kaufen wollt, dann müsst ihr ein 35er kaufen und nicht ein 50er, wenn ihr APS-C-Sensoren habt. Wenn ihr Vollformat-Sensoren habt, dann ist klar, dann ist es auch 50mm. Das ist so. Genau. Würdest du noch etwas sagen, Philipp? Ja klar, schreibt doch unten in die Kommentare euer Lieblingsobjektiv auf, damit wir das ein bisschen wissen, mit welchem Objektiv das ihr am liebsten fotografieren. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt zu dem Objektiv, könnt ihr das auch unten in die Kommentare schreiben, damit wir dort wieder Inputs von euch bekommen, was wir, über was das wir sollen drehen. Super. Wunderbar. Dann danken wir für das Zuhören und Zuschauen. Und ganz wichtig, Kanal abonnieren und Glocke. Wo hast du die Glocke? Da oben Glocke, oder da oben? Irgendwie da unten, irgendwie noch Glocke. Dann kommen wir automatisch Meldungen über etwas Neues, wenn wir etwas Neues gepostet haben. Und nicht vergessen, bald gibt es unsere T-Shirts. Ciao zusammen. Ciao miteinander.